Mit diesem Computer schrieb Steve Wozniak einst Technikgeschichte. Der Apple-Mitbegründer lötete das Gerät in den 70er Jahren eigenhändig zusammen und läutete mit dem Apple One das Zeitalter der Heimcomputer ein. Was der Steve Wozniak gemacht hat, er hat verschiedene Komponenten, die es gab, einzigartig kombiniert. Also das ist einer der ersten Rechner, der eine Grafikausgabe zum Beispiel hat. Also das, was man eintippt, dass man das auch auf einem Monitor hier sieht, das war neu. Weltweit gibt es nur noch 8 funktionstüchtige Modelle des Apple One. John J. Dryden war seit 1976 einer der stolzen Besitzer. Viel konnte er mit dem legendären Rechner aber nicht anstellen. An E-Mails schreiben etwa ist nicht zu denken. Oh nein, man konnte Sachen eintippen und bekam Sachen raus und das war's. Jetzt hat dieser Apple One einen neuen Besitzer. Ein Kölner Auktionshaus versteigerte den Kultcomputer aus der Gründerzeit. Den Zuschlag bekam ein IT-Ingenieur aus dem Rheinland für 110.000 Euro.